Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge zu unserem Let's Play zu Super Mario 64. Ja, ihr könnt es schon sehen, wir konnten jetzt zuletzt im Video 85 Sterne sammeln und ich hatte es jetzt schon mehrfach betont, dass ich gerne die 100 auch voll machen möchte, bevor wir dann zum finalen Kampf zu Bowser übergehen. Und das heißt, wir müssen jetzt in allen Leveln, die wir zuvor schon mal gespielt haben, immer mal wieder nachschauen, was fehlt, also was uns noch fehlt, ne? Und ob wir jetzt, sage ich mal, ohne Probleme auch diese Sterne dann sammeln können. So, denn in diesem Spiel gibt es jedenfalls 120 Sterne maximal, die man sammeln kann. Und ja, ich kann zumindest für mich meinen inneren Frieden dann auch finden, wenn wir dann irgendwann mal die 100 erreichen. Und dann, wie gesagt, zum Schluss dann Bowser besiegen und das Ganze auch beenden. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil hier oben haben wir noch die roten Münzen, die wir sammeln müssen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, weil vorher, also zu Beginn hat ja hier das U-Boot gestanden von Bowser, das ist inzwischen ja auch weg. Jetzt sind da oben auch diese Plattformen, die sich bewegen, mit den Stangen dran. So, da können wir jetzt dann auch entsprechend einmal dran springen. Jo. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht müsste ich nochmal gleich hier schauen. Und nicht hier hochrennen, sondern nochmal hier zurückgehen, weil nämlich hier auch nochmal, glaube ich, Blöcke erscheinen, ne? Ja. Ja, das sieht auch schon ein klein wenig besser aus. Ja, jetzt sehen wir auch, wie das Ganze eigentlich hier funktionieren sollte. Beim letzten Mal habe ich ja hier gestanden und mich gefragt, was ich jetzt überhaupt hier machen soll. Mit den Stangen, die hier sich befinden, die sich dann auch bewegen, macht das natürlich auch alles Sinn. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir springen erstmal hier dran. Jetzt müssen wir bestimmt. Achso, wir können erst nochmal hier, ne? Nehmen wir die Münze mit. Jetzt ist die Frage, ob wir das. Ja, sehr gut. Sehr schön. Okay, dann hätten wir die schon mal gesammelt. Jetzt ist die Frage, ob wir einfach runterspringen und dann zurückschwimmen oder. So, dann springen wir jetzt gleich hier dran. Okay, alles gut. Und das eben noch retten, das Ganze. Da müssen wir auch auf jeden Fall rüber, ne? Da vorne ist nämlich noch eine rote Münze. Die brauchen wir natürlich, das ist klar. So, dann müssen wir jetzt einmal hier nach rechts. Und dann das Ganze wieder zurück. Sehr schön. Nein! Oh, das ist doch ein Witz, ist das. Ich habe original gedacht, dass es da nicht runtergeht. Ich dachte, wir sind jetzt an der Wand und alles ist gut. Das war mal wieder die Strafe dafür, nicht aufzupassen. Nichts anderes habe ich an der Stelle dann auch verdient. So, also nochmal hier hoch. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rüber und sammeln jetzt diese drei roten Münzen da ein. Nein! Ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Zeit mitgebracht heute. So, jetzt gehen wir nochmal ein klein bisschen näher hier ran. Hat so ein bisschen was von Moonwalk, ne? Was Mario gerade da hingelegt hat. So. Sehr schön. Jetzt fehlt uns noch eine rote Münze. Ja. Vorne ist sie auch.
Ja, und dann müsste auch gleich hier der Stern hier auf der Plattform erscheinen. Hier nämlich. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Das heißt, wir müssen da vorne jetzt gleich dann die rote Münze uns schnappen. Und müssen dann aber auch den gleichen Weg nochmal zurücklegen. Dann ist aber echt die Frage, ob wir nicht einfach zurückschwimmen und dann direkt hier hoch gehen. So, jetzt nochmal konzentrieren hier. So, wenn wir es so machen, ist es auch... Ach Mensch. Aber wir warten lieber noch einmal, bevor wir runterfallen und das Ganze nochmal starten müssen. Ja, ich glaube, also wir sammeln jetzt die rote Münze und springen dann ins Wasser zurück. Und ja, gehen dann quasi von der anderen Seite nochmal hoch. Könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen schneller geht. Als wenn wir jetzt hier nochmal an den Stangen entlang hangeln. Und im schlimmsten Fall sowieso runterfallen. Das macht dann auch keinen Unterschied. So. Hier nochmal drauf. Dann gehen wir hier hoch. Und dann müssten wir eigentlich jetzt nur noch einmal rüberfahren. Nein! Wenn ich das mache, ne? Das geht immer in die Hose, geht das. Ich verstehe auch nicht, warum ich es einfach auch jedes Mal probiere. Das ist... Scheint irgendwie mit fehlender Geduld irgendwie zusammenzuhängen, glaube ich. So. Jetzt aber hoffentlich, ne? Das war auch wieder eine schwere Geburt hier. So. Stern genommen. Reingehauen. So. Okay, jetzt haben wir noch 14 Sterne, die uns fehlen. Wir gehen jetzt nochmal hier rein, weil ein Stern könnten wir ja noch holen, ne? Folge dem Fisch. Hä? Welchen Fisch? Hier diesen Manta oder dem hier? Bist du gemeint? Ah, Moment mal, hier sind wieder so Ringe, ne? Ah, Moment mal. Ach, ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Dem Fisch soll ich hier folgen. Ja. Hallo. Was ist denn hier? Keine Ahnung, muss nochmal resettet werden. Ich habe keine Ahnung. So, letzter Ring. Boah, danke, ey. So, da kommen wir doch jetzt hoffentlich auch dran, ne? Uiuiuiui. So. Das heißt, hier haben wir jetzt auch 6 Sterne und sind dort auch erstmal soweit durch, richtig? Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die erste Welt. Weil da hätten wir ja noch den Stern, den wir quasi mit ja, der Flugmütze, sag ich mal, uns ja noch zulegen müssen. So, und eigentlich müsste das ja hier sein, richtig? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Da haben wir es auch. Denn jetzt müssten wir oben auch den roten Block haben. Den wir natürlich auch schon sehr früh im Spiel freigeschaltet haben. Aber eben noch nicht, als wir hier quasi zugange waren. So, jetzt nehmen wir hier nochmal die Kanone. Und versuchen uns auch direkt nach oben zu schießen. So, da oben ist nämlich der Baum. Wenn wir den jetzt hier richtig anpeilen, dann... Das war dann auch wieder etwas zu hoch. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da auch... Null, weiß nicht, Koordination oder so, dass ich das möglichst sauber hinbekomme. Aber, naja. So, jetzt aber. Dann nehmen wir jetzt hier die Mütze und gehen dann hier in die Kanone.
Jetzt müssen wir gleich mal gucken. So, ich weiß auch gar nicht. Ah, nein. Ah, okay, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen das Ganze nochmal sliden. Ich kann jetzt hier auch nochmal. Okay, das hat funktioniert. Nehmen nochmal die Mütze. Und starten das nochmal. Ist die Frage, brauchen wir jetzt auch wieder 5? Oder wie viele brauchen wir? Aber. Ah, da war's, ne? Ja. Da. Nein. Das ist einfach zu schnell hier, ey. So, wir drehen nochmal. Ah, danke. Boah. Ich sag nicht, wir müssen wieder hier hoch. Aber wir gehen hier vorne her. Alles gut. Kamera, die dreht auch wieder völlig ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ist okay. Oh, hier ist irgendwo. Da ist der Stern auch. Sehr gut. Sehr gut. So, 88 Sterne haben wir. 12 fehlen uns also noch. So, was haben wir denn hier noch? Oh, in der Wüste. Aber da müssen wir auch nochmal nachgucken. Weil da fehlen sogar 2. Muss ich kurz überlegen, wo war die Wüste? Die ist im Keller unten, ne? Wir gehen nochmal runter. So, und dann müsste das doch, wenn ich mich nicht täusche, hier sein, ne? Wie gesagt, was wir noch auch mal angehen könnten, wenn es wirklich hart auf hart kommt, in gewissen Leveln dann die 100 Münzen zu sammeln, die uns dann auch jeweils einen Stern noch bringen. Das wäre eben auch noch eine Option. So, lande auf allen 4 Säulen. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden. Müssen wir vielleicht das machen? Ich wüsste sonst nicht, was sonst damit gemeint ist, lande auf allen 4 Säulen. Hör auf. Ja, und jetzt? Okay, wir fliegen da mal rüber. Jetzt können wir da oben rein. Oh. Hä? Und jetzt? Das habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hier, ey. Oh, der ist mir auch nicht mehr bekannt. Schritte? Grabräuber? Wer wagt es, den ewigen Frieden unseres Grabes zu stören? Jenem sei gewiss, dass wir diesen Frevel mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn zermalmen und... Ra? Also Ra, ja, ist wahrscheinlich irgendein Gott, ne? Stehe ihm bei, dass es schnell gehen wird. Ja. Komm. Weg einmal hier aufs Auge. Zack. Ich hoffe, dass das irgendwas bringt hier. Ey, das ist ein Scherz. Ey, komm, also... Ah, okay, danke schön. Ich dachte, muss ich das Ganze jetzt nochmal von vorne machen? Also,
Den Bossfight mache ich gerne nochmal. So ist das ja nicht, ne? Aber jetzt nochmal auf die Plattform zu springen, da hätte ich jetzt ganz wenig Lust für gehabt. Ah ja. So, gehen also nochmal da rein. So. Jo. Der will auch scheinbar nicht mehr mit uns reden, oder? Ah doch, okay. Alles klar. Wir überspringen das einfach. Was ist denn jetzt? Hat er eben aber nicht gemacht, oder? Klasse. Nein. Vorsicht. Komm, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nein, jetzt müssen wir aufpassen. Der ist schon mal platt. Nein! Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm als Dank diesen Stern. Ich hätte auch zwei genommen. Aber, naja. Mich fragt ja keiner, ne? So, 89 Sterne. Wir nähern uns der magischen 100. Ja, haben wir das zumindest mal geschafft. Jetzt gehen wir nochmal rein, weil einer fehlt ja noch. Richtig? Löse das Pyramidenpuzzle. Okay. Gehen wir eigentlich von hier darüber, oder? Das scheint wohl nicht funktionieren. Schade. Okay, das Pyramiden-Rätsel lösen. So. Und nicht das Pyramiden-Rätseln. So, alles klar. Dann fliegen wir direkt mal hier rüber. Ja, wir müssten wohl doch bestimmt hier in die Pyramide, ne? Lass mich raten. Ich bin einer von den ganz Schlauen, wie ihr gemerkt habt. Aber dann nehmen wir erstmal noch hier... Ne, das wollte ich nicht. Jetzt gehen wir mal hier rein vielleicht. Ist jetzt hier irgendwas passiert? Das Pyramidenrätsel. Was hätten wir denn hier? Was hätten wir denn? Ich frage mich, ob der Block eigentlich vorher auch schon da war. Ich kann das schon echt nicht mehr sagen, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas anders als sonst? Können wir eigentlich da hochspringen? Nee. Na, komm schon. Och. Dann müssen wir wahrscheinlich erst hier, ne? Okay. Da oben ist der eine Stern, den haben wir ja schon längst. Kann es sein, dass wir hier verschiedene Münzen sammeln müssen? Es sieht stark danach aus, oder? Es sieht stark danach aus. Ist die Frage, sind das jetzt die Münzen, die hier quasi sich im Sand befinden? Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Weil hier passiert nichts.
sehr gut. Schade. So, jetzt müssen wir noch eben schauen. Da oben ist auch noch mal Sand, ne? Können wir vorstellen, dass wir da jetzt noch mal hoch müssen. So, hier können wir dann auch ein bisschen zügiger vorbei. So, schnell hier hoch. So, jetzt checken wir hier mal die Lage ab. Was hätten wir denn? Da vorne ist noch eine Münze. Brauchen wir hundertprozentig. Hundertprozentig brauchen wir die. Nein! Komm, springen. Rüber, perfekt. So, kann ich denn jetzt hier runter? Okay, wir nehmen mal hier. Okay, hier könnten wir jetzt runter. Ja, lass ich ruhig fallen, Kollege. Yes, perfekt. 3 haben wir jetzt schon mal. Nein, nicht runter. Nein, nicht 3. Oh, ich flippe aus, ey. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt nach irgendwie außergewöhnlichen Münzen, die irgendwo einzeln so ganz auffällig sich befinden, müssen wir mal Ausschau halten. Okay. So, aber noch weiter oben war jetzt nichts, oder? Also da ist ja nur der eine Stern. Ja, die Kamera können wir jetzt auch wieder hier überhaupt gar nicht bewegen. So, dann müssen wir jetzt vielleicht hier nochmal kurz her. Jetzt hat die Frage, ob sich vielleicht hier noch irgendwo eine Münze befindet, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Macht aber nicht so den Eindruck, oder? Schnell hier durch. Sonst gucken wir jetzt hier nochmal eben nach. Das Problem ist, wenn wir weiter weg sind, kann es halt auch sein, dass wir gewisse Münzen einfach gar nicht erkennen, ne? So. Ist halt immer auch eine Frage, wie weit weg wir sind. Aber gut, da wird jetzt wohl auch nichts sein. Och, nö, komm. So. Na gut, dann müssen wir den mal hoch. Jetzt nochmal schauen. Also hier wird ja hoffentlich keine Münze. Oder? Wir werden es auf jeden Fall rausfinden jetzt. Muss mal aufpassen, nicht, dass es uns noch trifft. Okay. Nee, da ist schon mal keine Münze dabei. So, hier kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da einer von denen dabei ist, oder? Wir machen es trotzdem natürlich mal nicht. Wenn ich das jetzt einfach überspringe und dann hier gleich. Nee. Okay. Es hat die Frage, müssten wir sonst auch wieder da runter? Aber da war doch. Ja. Also, wo wir gerade eben den einen Boss gelegt haben, ne? Ihr wisst sicherlich, was ich meine. So, da oben sind auch noch Münzen. Ist aber auch keine von. Tja. Wo könnten die denn jetzt noch sein? Das ist jetzt die Frage. Ich sag nicht, hier links ist einer, ne? Weil ich einfach gerade schon aus Reflex nach rechts gelaufen bin. Warte mal, kann vielleicht da oben noch? Boah, Kinders. Da bin ich ein klein... Ach, da unten! Moment mal! Da unten! Da ist er. Also einer. Ich denke mir ja mal, dass wir ja jetzt 3 Stück haben und wir ja 5 brauchen, ne? Das heißt, Moment mal.
Langsam. So, jetzt Moment mal. Erstmal. Da müssen wir rüber. Ach, das ist doch ein Scherz, ey. Kann halt überhaupt nicht einschätzen. Ist noch einer hier unten, oder was? Da ist noch einer. Oh nein. Oh, Vorsicht. Ja. Ist ja schön, dass wir es jetzt geschafft haben nach 3 Jahren gefühlt. So, jetzt müssen wir nach vorne hin, richtig? Die Frage. Ah, guck mal. Können wir hier schön einmal entlang. Die habe ich einfach nicht gesehen, ne? Die zwei anderen Plattformen da. Mein Gott, ist das wieder peinlich. Nee. Einfach zwischendurch mal die Augen öffnen und dann ist vieles auch, ja, einfacher, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier überall erstmal 6 Sterne, ne? Oh, was ist das? Oh, sag nicht, das ist das eine da, ne? Oh. Da vergeht mir jetzt schon wieder ganz schnell die Lust, ne? Allein wenn ich dran denke. Also wenn ich dran denke, wie ich einfach zuletzt dann da schon gestruggelt habe. Aber was nützt es? Ich will 100 Münzen, Sterne haben. Sonst geht hier erstmal gar nichts zu Bowser. So viel steht schon mal fest. So, ich meine, das ist jetzt hier das Level da vorne, ne? Ach. Ach, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, Atlantis Aquaria. Forsche Höhen und Tiefen. Aber was nützt es? Was nützt es? Wir müssen hier durch. Ich hätte, also ich habe vollstes Verständnis für diejenigen, die hier aufmerksam das Let's Play verfolgt haben. Wenn ihr hier einfach abschalten wollt, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich muss da auf jeden Fall jetzt durch. Es nützt alles nichts. Ich kann euch zumindest schon mal versichern, also wir gehen natürlich nicht vorher zu Bowser, ne? Also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ihr könnt hier auch gerne abschalten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt braucht hier. Echt, also ich habe nicht die geringste Ahnung. So, hier ist auf jeden Fall auch ein Stern, wo ich auch noch keine Ahnung habe. Wir holen jetzt erstmal. Was ist eigentlich hier mit der Plattform? Die fährt runter! Ey, das ist doch ein Witz. Egal, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich wieder hier rüber. Die Kanone ist frei. Aber es ist gut zu wissen, dass diese Plattform da sich bewegt, wenn man quasi zumindest von außen raus draufsteigt. Das heißt, wir müssen doch sicherlich, wenn der Wasserpegel weit unten ist, müssten wir doch bestimmt da dran kommen, oder? Da gehe ich doch mal stark von aus. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder, wie ich vorhin schon sagte, hier zur Kanone und lassen uns nochmal rüberschießen, weil da hinten in der Ecke ist ja auch nochmal, also ne, in. Na, so, wir schießen mal hier rüber. Genau, wenn wir jetzt hier runterschwimmen, da ist ja nochmal so eine kleine Stadt. Da waren wir auch schon mal. Haben nur ganz minimal gestruggelt. Da ist noch ein Stern hinter einem Zaun versteckt. Und da müssen wir gleich nochmal probieren, ob wir da irgendwie drankommen. Das muss auf jeden Fall funktionieren, also. Klar muss es funktionieren, warum denn nicht? So. Jetzt machen wir erstmal. Hier unten ist ja auch der Schalter, damit wir hier den Wasserpegel runtersetzen können. Ne? Das machen wir mal. So. Nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gleich noch ertrinken. So, da vorne ist zumindest jetzt der eine Stern. Ne? So, da. Und warte mal eben. Ich sehe auch gerade, da ist ja jetzt so ein Vorsprung, ne? Kann ich da nicht über einen Walljump da hoch, oder? Probieren das mal. Ich mal gucken, weil ich kann doch jetzt hier
Kann auch hier direkt durch die Wand, ne? Also nicht hier, aber hier, richtig? Das geht. Ey, das war wieder sowas von klar, ne? Und ich bin da gerade eben, also das heißt gerade eben, vorhin ja irgendwann mal, bin ich da locker 20 Minuten komplett ahnungslos und lost, bin ich da durch die Gegend gerannt. Jetzt hat man eben auch gesehen, dass die Plattform oben sich bewegt, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen, bewegen wir die Plattform, weil da unten können wir ja auch rein. Und versuchen dann, also ich hoffe mal, dass dass diese Plattform uns quasi, ne, wie so ein Aufzug, der dann auch dann wieder mit nach oben nimmt. Wir probieren das einfach jetzt mal. Das heißt, ich muss ja erstmal hier... Ja, lass dich ruhig fallen. Genau. So, der fährt jetzt runter. Wir gehen jetzt hier hin und setzen den Pegel dann auch runter. So. Die Frage, guckt der jetzt nochmal? Bleibt der jetzt oben oder? Okay, das heißt, ich muss wohl mir den Weg erstmal so nach oben schaffen. Ah, ist das vielleicht auch? Boah, die Höhen und Tiefen. Das ist doch bestimmt damit gemeint, oder? Was ist eigentlich hier, wenn wir das hier durchschieben? Was passiert hier? Ach so, okay. Hier ist jetzt die falsche Richtung, ne? Ach Mensch. Sind jetzt hier Nummer 2, wenn ich ihn schiebe, oder was passiert hier? Ja, scheinbar. So, komm, dreh dich nochmal hier zu uns. Hallo. Ah, okay, muss ich aufdrehen. Entschuldigung. Hooligom. So, zack. Nein, nicht. Muss mal aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. So, wir gehen nochmal hier rüber. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Etage weiter nach oben. Das nützt alles nicht. So, Mario ist schon wieder aus der Puste. So, das heißt, wir drehen ihn jetzt nochmal hier. Ja, genau. Ja. Nein. Das ist doch ein Witz, ist das. Nee, komm. Also das machen wir jetzt nochmal. Da müssen wir jetzt durch. Also vielmehr ich. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch direkt den Wasserpegel nach unten setzen. Zack. So, dann können wir hier den Block erstmal zerstören. So, und dann kannst du gerne uns nochmal hier hochwerfen. So. Der Winkel müsste passen. Nein, nicht... Ich nehme schon wieder Schaden, ne? Ey. So, komm hier rüber. Sonst flipp ich aus. So, jetzt... Zack. Schnell auf, schnell. Steh doch auf, Junge. Ey, mach mich fertig, ey. Das heißt, jetzt müssten wir doch eigentlich einfach hier hoch. So, jetzt weiß ich halt nicht. Komm. Jetzt fahr hoch. So, jetzt will ich hoffen. Ich wusste nicht, dass das so anstrengend ist. Wir gehen nochmal rein und versuchen das Bild jetzt hier fertig zu bekommen. Erforscht die Höhen und Tiefen, das ist immer noch nicht der Stern gewesen. Jetzt hatten wir ja noch
Genau, jetzt hatten wir ja eben noch die Geschichte mit den Blöcken, wo er ja angefangen hat zu zählen, ne? Das heißt, wir müssten wohl diese Blöcke hier offensichtlich schieben. So, hier ist nämlich der erste. Zack. Nummer 1. Hier ist der zweite. Scheinbar. Keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier... Ist noch irgendwas hier, oder? Was ist denn da oben? Ich schiebe einmal kurz hier rüber. Wahrscheinlich ist da oben noch ein gelber Block, oder? Ja. Gucken. Aha, das ist Nummer 3. Guck mal einer an. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch einen Lauf hier, oder? Und dabei habe ich das Level vorhin noch in dem Video so verflucht. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch, ne? So. Du müsstest uns nochmal hier helfen, Kollege. Nein, 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 nein. So, komm. Jetzt aber. Sehr schön. Ah, weiß jetzt nicht, ob da oben der gelbe Block auch jetzt einer von den Benutzern ist. Tja. Und der andere müsste doch jetzt hier oben sein, oder? Schauen mal. So, hier ist auf jeden Fall einer, aber auch das ist der fünfte. Boom! Boah, ey, selten war ich es jetzt wirklich so glücklich, hier alle Sterne bekommen zu haben. Oh, jetzt müssen wir auch aufpassen, weil... Kommen wir denn jetzt darüber? Achso, bestimmt müssen wir hier, ne, oder? Wir müssen bestimmt da hoch. Achso, ist ja Quatsch. Wir können auch einfach hier den Pegel hochmachen, nicht blöd. Einfach den Pegel hier hoch und dann schwimmen wir gleich darüber und dann auf Wiedersehen. Yes. Boah. Das war auch mal wieder eine schwere Geburt. Ja, jetzt haben wir auch den Stern erforscht, die Höhen und Tiefen. Das heißt, hier müssten wir jetzt auch alle 6 haben. Das sieht gut aus. Ja, wir haben jetzt 93 Sterne schon inzwischen sammeln können. Das heißt, 7 würde ich gerne noch sammeln, um die 100 zu erreichen. Die 120 möglichen Sterne hier in dem Spiel, ich glaube, das ist für mich jetzt erstmal auf kürzere Zeit wohl nicht möglich. Deswegen, wie gesagt, die 100, die peilen wir an, bevor wir zu Bowser gehen. Und das machen wir natürlich im nächsten Video. Ja, das heißt, hier pausieren wir das Ganze an der Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war's, wie gesagt, von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.